Wie wird man zum Topscorer? Also ich bin nicht Topscorer. Unser Topscorer hat leider kein Deutsch. Ich habe ihm schon gesagt, er soll Deutsch lernen, dass er dann die Interviews machen kann. Ja, ich weiß auch nicht. Hart arbeiten, Freude haben am Hockey, das ist immer das Wichtigste. Das ist immer das, was ich allen sage. Wieso schlägt ihr manchmal auf dem Eis? Das ist lustig, das höre ich zuhause auch immer, die Frage. Meine Freundin fragt mich das auch jedes Mal. Ja, es ist irgendwie viele Emotionen im Spiel. Manchmal müssen die einfach raus und wenn man das Gefühl hat, der andere hat es verdient, dann gibt es das mal. Ja. Wer sind schon deine besten Kollegen im Team? Was machen wir da mal zusammen? Wir haben ein paar. Wirklich ein paar. Wir haben ein mega cooles Team dieses Jahr, das wirklich viel auch neben dem Eis zusammen macht. Wie ich gesagt habe, wir gehen viel irgendwie ganz manche von so Events oder so, wo wir gehen. Aber einfach auch, wenn wir gehen jeden Tag zusammen zum Mittagessen. Und letzte Woche hat es irgendwie ein Game-Turnier gegeben, ein NHL-Game-Turnier. Bin ich jetzt ein bisschen der Falsche, aber es sind auch viele mitgemacht, also mega viele Sachen. Wer hat dann gewonnen, das Turnier? Ich sage es ungern, muss ich ehrlich sagen, aber Scheppi und Guntern haben das Turnier gewonnen. Oh. Zum dritten Mal hintereinander, obwohl ich das Gefühl habe, ich könnte gar nicht NHL geben. In welchem Tor bist du zum ersten Mal verliebt gewesen? Das ist schon lange her. Wahrscheinlich Britney Spears. Hast du schon Pläne für nach der Karriere, was du dann so machen willst? Du fragst mich Sachen. Das frage ich mich schon seit 10 Jahren, was ich mache nach dem Hockey. Nein, ich weiß es wirklich noch nicht. Ich bin momentan ein bisschen. Das ist gerade ein Prozess, wo ich drin bin. Willst du mal Kinder haben? Ich hätte mega gerne mal Kinder. Ich weiß gar nicht, wann ich ready bin für das. Ich bin jetzt 31 und ich denke immer noch, ja, nein, es ist zu früh. Aber eigentlich hätte ich mega gerne mal Kinder. Ja. Und, aber das ist noch nicht gerade heute Morgen. Spielst du besser, wenn dir jemand zuschaut, den du gerne hast? Nein, ich glaube, das beeinflusst mein Spiel. Ich glaube nicht, nein. Warum trifft man oftmals das Goal nicht im Match? Schön, dass du gesagt hast, und nicht ich. Es geht halt so schnell. Hockey ist so ein schneller Sport irgendwie. Das sind Entscheidungen, die innerhalb der Bruchteil von Sekunden musst treffen. Und es langt nur einer rein und es werden irgendwie ja, vier andere, fünf andere daran stören, dass du kannst aufs Goal schiessen kannst. Ja, manchmal muss es irgendwie schnell gehen und dann kann es auch mal sein, dass du das Goal nicht triffst. Ja. Wer ist der schlechteste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also das kann ich wirklich nicht beantworten. Das ist unterste. Es gibt ja das Vorurteil, dass Hockeyspieler dumm sind. Was sagst du dazu? Du bist ja selber ein Hockeyspieler. Was sagst denn du da dazu? Also ich finde es besorgt ein Schwachsinn. Schon, oder? Ja. Ja, also sicher, das stimmt sicher nicht. Nein, also das kann ich gar nicht bestätigen. Wie viel verdienst du denn so als Profi? Bist du kein Schweizer? Über das reden wir doch gar nicht. Wir Schweizer. Ja, aber es interessiert mich halt trotzdem. Interessiert dich, ja. Was denkst du? Also ein Durchschnittsspieler so um die 150-200'000 in der Schweiz. Und ich bin ein Durchschnittsspieler. Wo hast du denn das meiste Geld verdient in deiner Karriere? Das ist so schwierig zu sagen. Ich habe immer viel verdient. Nein, ich bin wirklich sehr privilegiert. Ich muss schon sagen, mir ist es eigentlich so ein bisschen stetig aufgegangen. Ich muss aber auch sagen, dass das Geld schon nicht das Wichtigste ist. Für mich ist es so, wenn ich mich wohlfühle, dann ist es also für mich wichtiger, dass ich gut spielen kann. Irgendwie so, weil wenn du kannst noch so viel Geld verdienen, wenn du dich nicht wohlfühlst und nicht dein Hockey spielst, was du kannst, dann bringt alles Geld von der Welt nichts. Für was gibst du am meisten Geld aus? Für Freizeitaktivitäten, würde ich sagen. Nein, ich gebe eigentlich wirklich nicht so viel Geld aus. Ich bin irgendwie. Weiß auch nicht. Ich habe schon mega lange das gleiche Auto. Ich kaufe nicht mega viele neue Kleider. Ja, wirklich.
Fühlt sich das anders an, oh, mit dem Topscorer hin aufs Eis zu gehen, wenn man als normaler Spieler aufs Eis geht? Ich glaube, außer also jetzt, wenn so wie ich nicht immer den Topscorer-Helm habe, sondern vielleicht mal nach dem zweiten, dritten Spiel, Anfang der Saison, wenn es nachher einen anderen hat, dann ist es irgendwie die Sprüche von den Teamkollegen, die du hörst. Das ist ein bisschen anders. Aber sonst eigentlich nicht. Du bist halt ein bisschen mehr, ich glaube, du bist schon ein bisschen mehr das Ziel auch für den Gegner. Ich meine, du leuchtest ja regelrecht, oder, mit dem gelben Helm. Die anderen, ja, es ist schwierig, dass sie dich übersehen. Ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Aber sonst eigentlich nicht. Wenn dein Leben ein Roman wäre, wie würde er heißen? Leck, du mir die selbe Frage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sorry. Aber was glaubst du, was viele Menschen nicht glauben? Also ich bin sehr abergläubisch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas ist. Sonst eigentlich eher nicht gläubig. Wer im Team macht die schlechtesten Witze? Garrett Rowe. Was ist das Unnützeste, für was du Geld ausgibst? Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vor 2-3 Jahren so einen Roller gekauft, so einen mega alten. Also nicht einen schönen alten, einfach einen alten. Weil ich dachte, der ist mega schnell. Der ist wirklich, also ich bin alle davon gefahren im Team, aber ja, ich halt wirklich im 2-Wochen-Takt muss ihn wieder in die Reparatur bringen. Das ist schon recht unnütz. Ich muss jede Woche, oder eben alle 2 Wochen muss ihn wieder bringen und ich gebe so viel Geld aus für den. Ich sollte eigentlich schon lange mal einen richtigen neuen kaufen. Okay, und was für Musik hörst du? Ich höre querbeet, ich höre alles wirklich. Vor ein paar Wochen waren wir am Oktoberfest mit dem Team. Das war top, die Musik. Ich kann aber auch gerne, keine Ahnung, House, Hip-Hop. Ich höre wirklich, es kommt mega drauf an. Okay. Übertreibst du es manchmal im Ausgang? Was heisst übertreiben für dich? Ja, ein bisschen zu viel trinken. Das hat es sicher schon mal gegeben, ja. Aber immer mit Maß, immer mit Maß natürlich. Habt ihr schon mal übertrieben im Ausgang? Also im Ausgang nicht, aber auf dem Hockeyfeld sicher. Das ist auf schon, Mies, ja. Hast du schon geschlägelt? Ja, schon ein paar Pusten nach Hause bekommen. Nein. Doch. Und dann? Wer zahlt die? Ich. Du zahlst die? Ja. Mit? Hosenknöpfe oder was? Was kannst du sonst noch so aus dem Hockey am besten? Schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr gut kann golfen. Ich mache es einfach sehr gerne. Aber ich darf da. Wenn ich jetzt sage, ich mache es gut, dann höre ich es dann. Ja, nein, ich habe mal versucht, Gitarre zu spielen. Das war auch nicht sehr erfolgreich. Also ich glaube, es ist schon gut, dass ich beim Hockey geblieben bin. Wird man nicht auch arrogant, wenn man Profi-Hockeyspieler ist? Nein, das muss nicht automatisch. Es gibt sicher solche, aber das kommt nicht mit dem Hockey. Das ist ein anderer Charakter zu. Ist das beste Interview, das du je geführt hast? Das ist eines der schlechtesten Interviews, die ich je geführt habe. Nein, es war eigentlich noch recht amüsant. Es war nicht so steif wie sonst. Ihr habt es noch recht gut gemacht, muss ich sagen.